Grüß euch, schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute machen wir den Pizza-Klassiker schlechthin, eine Pizza Margherita. Und den Teig, den habe ich schon gestern gemacht, weil der mit sehr wenig Hefe gemacht wurde. An sonstigen Zutaten brauchen wir Basilikum, etwas Mozzarella, passierte Tomaten, daraus machen wir unsere Pizzasoße, etwas Salz, Pfeffer, ich habe da ganz gern etwas Chili drin, auch wenn es nicht reingehört, und natürlich Olivenöl. Und etwas Mehl, um den Teig weiter zu verarbeiten. Und wie ich den Teig gemacht habe, das zeige ich euch jetzt, wenn es euch interessiert. Und ich würde sagen, Action! Für den Pizzateig brauchen wir 500 Gramm Mehl, Type 405, 300 Milliliter lauwarmes Wasser, nicht über 25 Grad warm. Dann habe ich hier 5 Gramm frische Hefe, pro 100 Gramm Mehl 1 Gramm frische Hefe, 13 Gramm Olivenöl, 10 Gramm Salz und 5 Gramm Zucker. Und jetzt machen wir den Teig. Zunächst mache ich mal mit dem Kochlöffel eine Mulde rein und brösel die Hefe in die Mitte. Also das wird ein Teig mit wirklich sehr, sehr wenig Hefe. Tue ich ein bisschen von dem Wasser rein. Tue die 5 Gramm Zucker dazu und rühre das um, dass sich das beides schön vermischt und auflöst. Jetzt ziehe ich mir immer wieder ein bisschen Mehl in die Mitte und fange an, den Teig zu machen. Wieder ein bisschen Wasser. Gebe auch gleich das Olivenöl dazu und rühre vorsichtig weiter. Jetzt gebe ich wieder Wasser dazu, tue den Rest voll rein und rühre weiter. Das lässt sich jetzt mit dem Kochlöffel nicht mehr so gut verarbeiten. Und jetzt mache ich mit den Händen weiter. Wenn ich mit den Händen weiter knete, heißt es immer für mich, ich muss jetzt Salz dazu tun. Weil Hefe und Salz gleichzeitig reintun, mache ich nicht. Ich finde, das ist nicht so gut für die Hefe. Streue ich das Salz rein und jetzt knete ich von Hand. Der Teig ist eher ein bisschen feucht, weil ein feuchter Teig geht immer besser auf wie ein trockener Teig. Also wenig Hefe, relativ feuchter Teig, aber auch eine gute Garantie, dass es gut aufgeht. Das ist übrigens die Menge für zwei Pizze. Ja, wir versuchen den Teig jetzt etwas glatt zu kneten. Wenn er euch zu feucht ist, einfach ein bisschen Mehl dazu tun. So, jetzt habe ich ungefähr 4-5 Minuten geknetet. Und das kann ich jetzt mal so lassen. Machen wir jetzt mal so eine Kugel. Ja, es muss keine so perfekte Kugel sein. Ich will nur eine kompakte Form hier machen. So. Jetzt decke ich den zu.
Auf jeden Fall kommt er jetzt in den Kühlschrank für mindestens 12 Stunden. Über Nacht ist es natürlich besser. Und ich werde morgen den Teig erst weiterverarbeiten. Der Teig war jetzt 24 Stunden im Kühlschrank. Und jetzt mache ich mal auf, damit ihr seht, wie er trotzdem aufgeht, obwohl wenig Hefe drin ist. Wunderbar fluffig und klasse. Und jetzt tun wir ihn weiter verarbeiten. Zunächst tun wir die Arbeitsfläche etwas einmehlen und tun den Teig raus. Ich mache jetzt mir zwei Stücke draus, weil ich zwei Pizzen draus mache. So. Und formt es zu einer Pizzakugel. Ich habe jetzt den Teig auf ein Brett, das habe ich vorher eingemehlt und da darf er jetzt gehen, natürlich zugedeckt. Da er jetzt aus dem Kühlschrank kommt, lassen wir ihn ungefähr eine Stunde lang gehen. Kommt drauf an, wie warm es bei euch ist. Und in der Zwischenzeit machen wir schon mal die Pizzasoße. Und zwar aus passierte Tomaten. Ihr könnt auch ganze Tomaten nehmen, stückige Tomaten. Eins finde ich aber wichtig, dass ihr darauf achtet, dass in den Tomaten keine Zitronensäure drin ist. Warum die da drin ist, könnt ihr euch mal erkundigen, aber das macht die so irrsinnig sauer, finde ich. So, jetzt nehmen wir mal. Wir brauchen da nicht so viel. Da sind drin 425, ich würde sagen, ich habe jetzt ungefähr die Hälfte genommen. Jetzt tun wir das würzen mit Salz, etwas Pfeffer, etwas Chili, wer mag, wer es nicht mag, lässt es einfach weg. So, und jetzt tun wir den Basilikum rein. Ich mache hier ganze Blätter rein, ich mache das auch nicht klein. Wenn ihr keinen Basilikum drin haben wollt, weil ihr nicht mögt, dann nehmt einfach Oregano, noch etwas Olivenöl, rühren wir das um, tauchen die Blätter schön rein, so, die können wir jetzt so beiseite stellen und durchziehen lassen. So schaut es dann aus. Jetzt ist der Teig eine gute Stunde gegangen und so sieht er jetzt aus. Wunderbar. Jetzt können wir den weiterverarbeiten. Erst die Arbeitsfläche einmehlen. Ich mache das ganz gerne mit den Fingern. Könnt ihr euch wirklich zutrauen. Es geht, es ist nicht so schwer, wie es aussieht. Darauf achten, dass man den Rand nicht berührt, dass er da schön hochgehen kann. Zunächst einfach nur mit der flachen Hand so rausschieben zum Rand. Und jetzt einfach so drehen und hier immer ein bisschen auseinanderziehen. Achten, dass genug Mehl auf der Arbeitsfläche ist, sonst rutscht er nicht mehr. Das ist nur Übung und ihr seht ja, wie schnell das geht. So, das hätte jetzt schon die Größe. So, da habe ich so ein Pizzablech, habe ich schon eingeölt. Legt es da rein und zieht es mal richtig passend dahin. Gut, dann können wir schon mal die Soße drauf machen.
Ja, die verteilen wir da gleichmäßig drauf. Ist auch nicht so wahnsinnig viel drauf. Und jetzt machen wir den Mozzarella drauf. So, und die backen wir jetzt mal und dann schauen wir mal, wie sie aussieht. Bei voller Leistung vom Backofen ist ganz wichtig, wirklich bis zum Anschlag so heiß wie es geht. In die unterste Schiene ist ideal und jetzt tue ich sie rein und zeige euch dann das Ergebnis. So schaut unsere Pizza Margherita nach ungefähr 6 bis 7 Minuten im Backofen aus. Die sieht richtig lecker aus. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Nachmachen und natürlich guten Appetit.